Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, das ist heute ein neues Axtvideo, die ist frisch gekommen. Das ist von der Firma OK Knife und nennt sich O-Tackle A1. Sehr, sehr ähnlich oder ich würde sagen fast identisch, nicht wahr? Weil wir sehen hier zunächst einmal den Unterschied. Wir haben die Gürtelbefestigung auf der linken Seite. Das heißt, wenn man es am Gürtel trägt, kann man sozusagen die Axt mit einem Griff herausziehen. Man öffnet die Schnallen, so jetzt hoffe ich, dass es gelingt, und zieht dann quasi, ja, wie macht man das? Die Axt so heraus, genau. Hier haben wir die zweite und hier haben wir eine verkehrte Trageweise, das heißt, die Klinge schaut nach hinten. Wir haben hier einen unterschiedlichen Axtkopf, eine unterschiedliche Form, einen unterschiedlichen Griff. Der hier ist gebogen, der hier ist gerade, obwohl hier im vorderen Bereich eine leichte Krümmung ist. Wir sehen hier einen leichten Spitz nach oben. Wir sehen sozusagen hier eine etwas gebogene Klinge. Diese hier ist vollkommen gerade und diese, die Klinge der neuen Axt, ist etwas länger. Ich hoffe, sieht man das so. Ist eine Spur länger und hat hier meines Erachtens einen, naja, der Winkel ist hier ident. Ansonsten haben wir hier ein Loch und hier eben für die einzelnen Muttern. Aber was uns viel mehr interessiert, ist die Hauleistung dieses Messers, also dieser Axt. Griff ist schön anatomisch und wir sehen auch hier, dass die Griffschalen nur bis hierher geführt werden, was natürlich beim Spalten von Holz sehr angenehm ist, denn hier reichen die Griffschalen sehr weit und wenn man Holz spaltet, könnten die hier gefährdet werden. Aber wie gesagt, diese Axt, würde ich sagen, ist sehr beliebt, wahrscheinlich sogar noch beliebter als diese. Aber trotzdem, ich glaube, von den Hauleistungen werden die sich kaum unterscheiden. Das da ist ein sehr trockenes Stück Holz. Ich weiß nicht, ob ich damit durchkommen werde, schauen wir mal. Ja, haben wir mal gut geschafft. Gut. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied, wenn man ein trockenes Holz verwendet. Probieren wir es noch einmal. Ja, jetzt haben wir schon besser erwischt. Gut, jetzt habe ich es besser geschafft. Und ich habe hier noch ein Holzstück mitgenommen. Schauen wir mal, wie wir es von der Seite, ob wir von hier durchkommen. Probieren wir mal. Ja, war schon mal gut. Ja, ist leider gebrochen, aber wir können hier ja weiter klopfen. Gut, das Holz ist knochentrocken, also es ist hier ein bisschen schwerer durchzukommen. Wir können hier gerne, ja, da wird bei so wenig Hauleistung wird an der Klinge noch nichts zu sehen sein. Gut, ich würde sagen, probieren wir hier dieses Holz hier unten durchzuschlagen. Schauen wir mal, wie wir das schaffen. Also relativ leicht. Oder hier ein bisschen weiter oben. Na, das kann man noch durchschlagen. Bisschen weiter oben. Ich hoffe, das ist mittig im Bild. Also eine immense Hauleistung, ja, gigantisch, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ja. Das ist gewaltig. Er muss hier aufpassen, weil wenn man hier einen Abstand lässt, dann springt einem das Holz ins Gesicht. Haben wir, glaube ich, schon alle des Öfteren erlebt. Ja, sehr, sehr angenehm. Und ich habe noch ein Buchenholz mitgebracht. Das ist sozusagen hier, ich hoffe, du hörst es. Das ist wirklich ein hartes Holz, ja. Ich hoffe, das hört man. Das ist sehr hart. Schauen wir mal, was wir hier schaffen. Ich probiere ein paar Schläge auf Buchenholz, hartes Buchenholz. Das ist das, was eigentlich keine Axt so richtig mag. Ja, treffen sollte man auch.
ja, nach ein paar Schlägen sind wir hier fast schon durch. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen sollte, aber sie frisst sich halt schon sehr durch. Ja. Und hier ist es gebrochen. Ich habe nicht gesehen, hier ist ein Astauge. Gut, das können wir dann beseitigen. So, jetzt schauen wir, ob der Hammer was taugt und dieser Nagelzieher. Probieren wir mal einen, was nehmen wir da? Einen kurzen Nagel. Ich schaue nur, dass alle Finger dranbleiben. So, ich glaube, den habe ich schön versenkt. Der kommt hier wieder raus. Und natürlich, ja, bitte aufpassen, wenn man den Nagelzieher verwendet, unbedingt den Schutz wieder drauf geben, weil bei der Klinge abzurutschen, würde ich sagen, ist ein Fehler, den macht man nur einmal und greift dann sowas nie wieder an. Also bitte nur mit Schutz den Nagelzieher verwenden, weil die Klinge ist, entschuldige, sauscharf. Hier komme ich natürlich, oder ich kann auch so versuchen anzusetzen, geht nicht. Also da habe ich nicht viel Erfolg. Das heißt, wir werden uns ein Stückchen Holz ausleihen müssen und hier untergreifen. Schauen wir mal. Jetzt muss ich hier gegenhalten. Na, upsie. Gut, ich hoffe, ich habe die Kamera nicht zu sehr getreten, aber ist ganz gut gegangen. Wie gesagt, Hammer funktioniert, Nagelzieher funktioniert auch. Und ja, schauen wir mal. Das ist Buchenholz im Buchenholz. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler, aber das ist schon schwerer. Gut, jetzt haben wir hier den Nagel durchgeschlagen. Ich würde sagen, der Hammer hat sich bewährt, aber wir sehen schon, nach einem Nagel hat das Metall sich schon einigermaßen abgerieben. Gut, das war's. Interessantes Werkzeug, gefällt mir sehr gut. Und wie gesagt, der Hammer muss einiges aushalten, weil genau dafür ist er da. Ende!